Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Ausblick auf den 21.04. Was ist passiert? Wir haben einen ziemlichen Rutsch gesehen im DAX. Ausgelöst ist das von der Angst, meiner Ansicht nach, dass am Donnerstag eine Debatte beginnen wird in der EZB. Also morgen tagt da die EZB und dass da eine Debatte beginnen wird über den richtigen Zeitpunkt, wann die Pandemiestützen denn wieder rausgezogen werden sollen. Da gab es erste Wortmeldungen. Ich hatte hier vor ein paar Tagen im Ausblick schon darauf hingewiesen von Ratsmitgliedern, die sich im Vorfeld eben ja diese Debatte schon ein bisschen angeschoben haben. Und das ist jetzt die Angst, dass eben die Zinsen dadurch steigen könnten, wenn die EZB da auf die Bremse tritt. Das Interessante ist jetzt, dass die Zinsen gestern gedreht haben. Der Eurobund-Future, der ist an der wichtigen Unterstützung gedreht. Die T-Notes in den USA, die 10-jährigen Staatsanleihen, sind an einer wichtigen Unterstützung gedreht, haben eine Bodenbildung reaktiviert. Bedeutet, wir haben gestern wieder sinkende Zinsen gesehen. Also das passt nicht so ganz, wenn der Aktienmarkt fällt, weil man Angst hat, dass die Zinsen steigen und die Zinsen dann aber sinken, ja, also in die andere Richtung gehen, dann muss man sich fragen, wer ist hier falsch unterwegs. Und das ist das Interessante, wenn man jetzt hier auf den Germany 30 schaut, der ist deutlich nach unten gegangen. Normalerweise hätte man aus dem Top, das sich vorgestern gebildet hat, hier eine Auffächerung ableiten können. In diesem Bereich, wir sind noch viel tiefer gefallen. Auf die 100% Extension aus dem Tageschart ist das eine Unterstützung, 15.122 Punkte. Und 15.177 Punkte wäre für heute ein Tagesschluss, ein Stundenschluss. Kurs darüber würde hier ein Bodenbildungsmuster aktivieren. Das ist für den Moment nicht der Fall, kann man aber heute beobachten. Solange wir da drunter bleiben, muss man von einem intakten Abwärtstrend ausgehen. Das Interessante ist für mich immer noch ein Blick nach Japan, auch wenn das hier vielleicht, sage ich mal, nicht viele tun, aber für mich ist das, was in Japan passiert, im großen Bild möglicherweise ein möglicher Vorbote, ein möglicher Frühindikator für das, was eben im großen Bild auch im S&P 500 und auch im DAX passieren kann. Denn, ich habe es auch in der Sendung schon ein paar Mal darauf hingewiesen, im großen Bild ist der Nikkei in den USA, hier ist der Japan 225 Cash CFD zu sehen, der ist schon viel weiter fortgeschritten in seiner Entwicklung. Er hat also diesen ersten Lockdown-Impuls, man sieht hier eben, eine Kerze steht für einen Monat, und dieser erste Lockdown-Impuls, der hat sich um 100% nach oben bereits verlängert im Japan 225 Cash CFD, wohingegen der DAX und der S&P hier noch unter der 61,8er Extension sind, also sehr viel schwächer. Der Japan 225 in Tokio ist also vorausgelaufen. Und wenn das jetzt dann auch wieder gilt für die Zukunft, dass der vorausläuft, dann muss man eben hier auf diesen möglichen Evening Star in der laufenden Woche achten. Jetzt haben wir einen Mittwoch, es sind noch ein paar Tage zu handeln in dieser Woche. Aber diese 28.481 Punkte Marke beobachte ich, sollte es dann Wochenschlusskurs darunter geben, dann ist eben nach Steve Nissens Bedingung ein Evening Star entstanden. Und das ist ein potenzielles Kerzenmuster, das am Ende eines Aufwärtstrends steht. Wir sind ja saisonal jetzt in dem Bereich, wo man wieder Sell in May and Go Away, also eher die schwache Saisonalität heranziehen kann. Die Börsen sind sehr gut gelaufen, die Erwartungshaltung hinsichtlich der Berichtssaison ist recht hoch und es gibt ja dann doch auch sehr empfindliche Reaktionen der Aktien. Wir haben Netflix gestern gesehen, die 4 Millionen Neukunden haben, 6 Millionen wurden erwartet, die Aktie geht 8% ins Minus. Wir haben bei United Airlines ein Minus von fast 9%, die sind noch tiefer in die roten Zahlen geflogen als erwartet. Wir haben aber auch positive Reaktionen bei IBM, plus 4%, die haben positiv überrascht bei Umsatz und Gewinn. Wir haben auch Johnson & Johnson gehört, die gestern auch 2% ins Plus gegangen sind, 2,5% mehr Gewinn aufgrund des Covid-19-Impfstoffs. Gestern hatte die europäische Arzneimittelaufsicht gesagt, Johnson & Johnson darf weiter verabreicht werden. In den USA hat man ja wegen des Verdachts Blutgerinnsel, dass die entstehen durch die Impfung, den Johnson & Johnson-Wirkstoff gestoppt. Das hat hier sich ausgewirkt. Wir haben auch positive Überraschungen heute Morgen bei Zalando. Da geht es vorbörslich kräftig ins Plus. Die haben sich als Pandemie-Profiteur auch in der Bilanz gezeigt. Und ja, also es sind schon gemischte Reaktionen und es gibt auch positive Reaktionen. Es wird aber auch negativ abgestraft, wenn die Erwartungen nicht halten. Also fassen wir zusammen.
Wir haben eine Bodenbildung, sinkende Zinsen gestern gehabt im Bund Future und auch bei den T-Notes in den USA. Und die Aktienmärkte, wenn der DAX gefallen ist wegen der Angst vor steigenden Zinsen, dann wurde das zumindest best gestern durch die Zinsmärkte nicht bestätigt. Insofern, großes Fragezeichen dahinter, hinter die These zu machen, ist das ein bisschen übertrieben gewesen, was da an Verkäufen gekommen ist. Die Bestätigung hinter dieser These wäre, dass wir über 15.177 Punkte steigen können, das auf Stundenschlusskursbasis dann auch halten, dieses Niveau, dann hätten wir eben ein 1, 2, 3 Tief. Ansonsten muss man hier von einem weiter intakten Abwärtstrend ausgehen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag.